So. Da sind wir wieder. In der nächsten Mission. Beziehungsweise diese Mission ist. Also, wir haben jetzt die Inversion gespielt, von dem dieser nette Mensch gesprochen hat. Die haben wir jetzt gerade gespielt und jetzt sind wir halt abgeschossen worden. Was ich leider nicht gefilmt habe, weil ich gerade einen Schluck getrunken habe. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf dem Boden und müssen irgendwie sehen, dass wir aus der Pampa kommen. No. Yay, ich wohne unter einer Brücke mit Nico, Nikolai, Sergeant Griffin, Kippenpreis und Gas. Hey. Jo, mach die Tür auf. Achtung, wir haben Gesellschaft. Krass. Dann, dann. Also diese Menschen bedrohen einen alten Opa. Warum sage ich das? Das seht ihr ja. Okay, erledigen wir diese Bastarde, bevor sie den alten Mann töten. Nein. Wow, wie sie da elegant rüber gehüpft sind. Lalalala. Rennen wir mal über die Welle. Wow, what the hell. Ja. Immer. Wurde jetzt entdeckt? Nö. Solche Noobs. No. No. Schmeckt's denn wenigstens? Die Dinger sind scharf, ey. So. Alter. Rein ins Haus. Das war knapp. Gut, also wir sind jetzt im Rumpelkeller von Familie Jansen. Ja, ich nur vorgehen hier, wa? Meine Mutter. Ah, Sack. Sack, Penis, Scheiße. Ah. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin oder sonst was ich mache irgendwie. Deine Mutter. Das piept noch. Piep. Ja, gut, okay, das war's anscheinend schon. Das ist zu ruhig.
Alter, warum denn? Ja, kenn ich schon. Bin ich immer. Oh Gott, jetzt geht's los. So. Oh ja, dann wollen wir hier mal weiter machen. Bam 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 bam. Stecken wir uns in der blauen fetten Tunnel. Und ja. Damit die noch raus. Wir können keine mehr rauskommen. Bam 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 bam. So evil. Oh Gott. Ja, ja, wir haben ihn getroffen und getötet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist mir fast in die Granate reingerannt. Das wäre nicht so gut gewesen. Zack, so. Feierabend, Freunde. Jetzt nehme ich das Auto und fahre nach Hause hier. Warum sollte das so bleiben, Captain Prite? Oh, gut, latschen wir mal weiter rein. Ein Bächlein. So romantisch. In der Ruhe. Achtung, vorne an der Brücke sind Wachen. Verstecken wir uns mal im Ghetto. Bleib aus der Scheinwerferkegel. Okay, Papa. Los jetzt, aber unauffällig. Schon ein bisschen dämlich von dem Helikopter. Gott. Eigentlich ein bisschen dämlich. Auch jetzt müssen wir schleichen, aber ich glaube, das bekomme ich sowieso nicht hin. Wo er den wohl ausschalten kann. Na Preis, es fehlt im Schritt. Tsch. Also deckt er mich gleich, oder? Ja, doch nicht. LOL. Komm Preis, gib mir ein bisschen Platz. Hier. Ich sage im Moment nichts, weil ich einfach ziemlich leise sein muss. Ja, Freunde, wenn ich da jetzt rausgehe, dann wischen die mich den. Ja, da bin ich nicht dran schuld. Da bin ich nicht dran schuld. Da bin ich nicht dran schuld. Haltet auch schon nach dem Helikopter. Also jetzt will ich dir einen Helikopter. Ein Helikopter. Ein Helikopter durch die Gegend. Durch das Ghetto. Ich verstehe mich hier im Gewächshaus. Oh, bitte noch mehr Gegner. Gegners. Alter Junge. So. Wo denn? Dahin. Und Junge, die werfen mir auch Granaten, du. Das sind Granaten. Schon doof, dass Helikopter uns nicht sieht, wa? Wo? Zu viele, zu viel, 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 zu viel. Ich hab's mir noch, ich hab's mir schon gedacht, dass ich dabei drauf gehe. Äh.
von da kommt. Ja, klar, jetzt habe ich wieder keine Munition. Die geht aber auch los. Wir werden diese amerikanische Produktion heizen wir gut an hier. Munitionsproduktion. Yay. So, mal die gemessert und jetzt laufen wir ja unter diesen Vorbau. Den da töten, den da töten. Hier um die Ecke steht jetzt zum Glück niemand mehr. Sack. Und du bist auch noch Sack. Wo denn da? Sack. So, ich glaube, ich sollte zu oft Sack. Ich sollte das vielleicht mal lassen. Lalalala. Na, Karotte, ich bin gestorben.